So, dann gucken wir doch mal. Ich glaube, wir wollten zuallererst sehen, wo der Tantrum-Mensch ist. Und dann gucken, was mit den Trollen passiert. Also, Tantrum. Zoom to Location geht nicht mehr. Also, Hammertrupp 2, Morosigun. Haben zu viele Leute. Hammer 2. Hier sind schon mal eine Menge Hammerer. Morosigun, Marksdorf. Ruht sich aus. Dö. Z. C. Da unten. Nee, das ist der falsche. Hammer 1, Hammer 2. Die sind alle hier im Krankenhaus, was ganz schön viele sind inzwischen. Aber es sind nicht die, die ich gesucht hatte. Warte, mach mal ein, zweimal nach unten. Hammer 2, da, du. Soldier not reachable, war caged. Okay. Da in seinem Käfig steht er, deswegen schmeißt er einen Trant rum. Na gut, das ist verständlich. BJ war das, Käfig. Stell dich mal dahin. Und zwar hätten wir gern den Käfig, wo ein Zwerg drin hockt. Goblin, Goblin, Goblin. Goblin, Goblin, Goblin. Opossum. Goblin, 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 Goblin. Da, Zwerg. Sehr schön. So, das sollten wir auch gleich im Auge behalten. Jetzt aber erstmal zurück zu unseren ungebetenen Gästen. Andere. Troll-Invader. Da. Zoom. Kill Trolls. Ja. Das war aber. Oh. Oh. Der ist schon auf dem Troll drauf. Jetzt nicht mehr. Bist du tot? Oder wird nur angezeigt, dass. Nee, da sind zwei Kreaturen. V. V. Kill Troll. Wunden? Keine. Inventar. Steel Crossbow. Mit dem schlägt er jetzt auf den Troll ein. Das wird nix. Das wird nix. Ja, tschüss, the soul. Rare. Warum läuft Soundsense gar nicht? Das ist auch komisch. Spätestens gleich, wenn ein Schmerzensschrei kommt, müsste es eigentlich anspringen. Da kommt kein Schmerzensschrei. Oh, das Blut. Troll. Wunden? Keiner. Expo? Wunden? Keiner. Goblin Crossbowman. Fanazul. Wie heißt du, komischer Goblin? Zwerg. Soul Prayer war das, genau. Er? Er? Soul Prayer ist Fighting, steht hier nirgendwo. Invictus, Hammer, sind viel zu viele Namen. Nö. Okay, lass ich einfach mal weiterlaufen. Der müsste ja bald hier oben ankommen. Da kommt der nächste. Hammerzwerg 1, Jannes. Du hast einen Stahlhelm, Stahlbrustplatte, Stahlhandschuhe und Stahl, Stahl. Das klingt schon mal besser als was der andere hatte. Und jetzt sind alle weg. Ah, da sind sie wieder. Warum sind die Wände blau? Hier passieren echt komische Sachen. Achso, Trollblut. Hellblau natürlich. Und wird alles vollgesplattert. Während der Fernkämpfer mit dem Stahl-Crossbow auf den Troll einschlägt. Zeig mir deine Wunden. Jo. Linke Hand rot. Linkeres Oberbein rot. Linkes Unterbein rot. Und unser Fernkämpfer ist noch nicht mal angekratzt. Das ist mal ein Hardcore-Fernkämpfer, würde ich sagen.
Da kommen jetzt noch mehr dazu. Alle wundern sich, alle prügeln sich und Troll ist tot. Das war ziemlich unerwartet. Aber gut, räumt auf, Jungs. Ich guck noch mal ganz kurz, wo... Ja, kein Troll mehr auf der Karte. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wir machen jetzt die Musik mal wieder an, weil Soundsense nicht will. Ich will wenigstens etwas hören. So, Klassik pur. Also für Zwergenmaßstäbe. Wir lassen das Spiel jetzt schön durchrattern, damit unten aufgeräumt... Jetzt kommen die Soundsense-Sounds. Irre komisch. Aber ja. Oh, Howler Howler wurde gefunden, komplett ohne Blut. Und zwar in seinem Bett. Jetzt geht das wieder mit dem Vampir los. Eigentlich wollte ich den Vampir ja walten lassen, solange er nicht Zwerge umbringt, sondern nur so ein bisschen dran rumsaugt, aber so ist das jetzt nicht toll. Vor allem, wenn man sich das da unten mal anguckt, ist das nicht so toll. Wir haben viel zu viele Verletzte, wir haben gar nicht genug Betten dafür. Wir sollten hier noch eine Reihe Betten hinstellen. Von da aus können wir dann immer noch Leute auf den Tisch schmeißen. Ja, das ist eine gute Idee. Also B... Nee. B, B. Dahin und zwar... kein Tower Cap. Maple klingt gut. B. Building Present. Okay. Mango Maple. Und noch Maple. Wo ist Maple? Da ist Maple. So, noch mehr Betten für Wunde. Ist okay. Ihr beiden seht auch nicht besonders gut aus. Zugang nach außen haben wir aber. Was ist mit euch los? Oh, du bist einfach nur zerhackstückelt. Du bist auch mal schon angeschlagen und beide sind durstig. Das kann jetzt aber nicht sein, dass wir kein Trinken haben, oder? 1605 ist eigentlich mehr als genug. Trotzdem könnten wir die mal wieder anschmeißen. Brew Drink, Repeat. Brew Drink, Repeat. Brew Drink, Repeat. Und hier Lavish Meals. So, damit die auch wieder was zu tun haben. Ah, F1. So, und schön das Spiel weiterlaufen lassen, sonst kriegen wir das nie alles in den Griff. Ein Vampir tangiert mich jetzt ehrlich gesagt. Hammer 2 ist verrückt geworden. Wir haben dich doch gerade erst aufgestellt. Hast du dich aus deinem Käfig befreit? Zoom to Location kann ich nicht. K, bist du immer noch im Käfig drin? Bronzeschild, also er hat seine Rüstung schon mal da gelassen. Das ist nett. Also er ist jetzt Nakidai aus seinem Käfig ausgebrochen. Organized Combat Training ist er bestimmt nicht. Da. Nee. Das war ein Hammer 2... Irgendwas. Hammer 2 Morulsigan. Er ist nicht mehr da, wo er vorher war. Vorher war er hier irgendwo. Ist er jetzt hier eine extra Spalte, weil er durchgeknallt ist? So oder so schon mal eine sehr komische Folge. Dass der Troll im Nahkampf erschlagen wurde und das Zwerge im Käfig auftauchen. Ne, der ist hier nicht mehr. Zählt er jetzt unter Gegner? Könnte gut sein. Ganz oben ist noch Hammer 2, aber das ist er nicht. Hier sind auch noch jede Menge Hammerzwerge. Aber das sind auch nicht eher. Gucken wir einfach zu den anderen. Und... Wild Animal Pangolin. Wild Animal Caged. Sehr komisch. Na gut, gucken wir mal, ob er irgendwann, irgendwo, irgendjemanden totschlägt. Ein bisschen Bescheid. Und ja, ich bin momentan ein wenig gnadenlos, was das angeht. Weil wir haben einfach sehr viele Zwerge. Wir müssen eh erstmal die ganze Situation hier in den Griff bekommen, bevor wir an irgendwas anderes denken können.
Mit Situation meine ich die Verwundeten in der Krankenstation, die ganzen Fallen, die hier unten immer noch nicht aufgefüllt werden, weil wahrscheinlich immer noch den Bunkerbefehl haben. Genau, der kann jetzt weg. So. Das muss gemacht werden. Dann wollten wir hier den Raum ausfüllen und als Pen deklarieren für die Kriegshunde. Wobei wir gucken müssen, ob wir erstmal noch Kriegshunde haben. Beziehungsweise die Hunde zu Kriegshunden ausbilden. Wo ist unser Pen? Haben wir überhaupt noch einen Pen? Hier nicht. Hier ist viel zu unübersichtlich, aber hier auch nicht. Es kann sein, dass wir ihn umgelagert haben, aber ich sehe nicht so wirklich wohin. Ach, oben vielleicht zu den. Hier in unsere Baumfarm. Ja, das kann echt gut sein. Das sind die Farmers Workshops. Aber nee, auch hier sehe ich keinen Pen. Kennels heißen die übrigens und nicht Pen. Sehr schön. Das ist falsch. Capture Live Land Animal wollen wir nicht. Tame a Small Animal. Warte mal. B. Fern Animal Trap 9. Kennels haben wir. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt, das weiß ich. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich in Kennels Kriegshunde ausbilden konnte. Und Tame ist was anderes, da bin ich mir ziemlich sicher. Komisch, komisch. Aber na gut, wenigstens können die Zwerge jetzt alle raus, können anfangen aufzuräumen. Und wir müssen einfach mal gucken, was dann noch so an Tätigkeiten für uns anfällt. Wir können die untere Brücke erstmal wieder aufmachen. Das wäre der Schalter hier, glaube ich. So. Und ein Baby-Lama wurde zu einem richtigen Lama. Und irgendwann ist es tot. Ja, ein Gänsekind ist tot. Dafür brauche ich jetzt nicht so wirklich dramatische Musik. Und ich glaube, der eine, der stark raving mad geworden ist, also der im Käfig hier oben, der ist irgendwie totgebackt, weil das Ganze im Käfig passiert ist, dass er durchgedreht ist. Na gut, aber pro Käfig, ich guck mal ganz kurz runter, ob der Todesraum gerade frei ist. Ist jetzt schon viel zu weit, oder? Ja, da ist der Todesraum, da ist die Müllpresse. Todesraum ist hier. Nö. Käfigfallen sind alle noch nicht neu besetzt. Sind die Türen denn offen? Gibt gar keine Türen mehr, ne? Stimmt, die wurden alle totgeschlagen. Also, kaputt gemacht. Granittür. Granittür. Nicht Chair-Tür. Granittür. 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 Weiter hoch. Die Tür hier ist noch da. Haben wir die Türen zugemacht? Nein. Nein. Nein und nein. Okay. Müsste also alles passierbar sein für unsere Zwerge. Das ist schon mal gut. Und der Sommer ist da. Sehr schön. Es ist viel zu fröhliche Musik dafür, dass wir gerade ganz knapp an dem Untergang vorbeigeschlittert sind. Mit der Belagerung und allem. Und vor allem passt es nicht zu unserer Musik. So. Okay, was haben wir noch? Also wir warten jetzt, dass die ganzen Fallen wieder stehen. Wir warten, dass die Leute verarztet sind, wenn sie überhaupt verarztet werden. Danach sollten wir anfangen, den Hammertrupp 1, Hammertrupp 2 wieder aufzufüllen. Und gucken, ob irgendjemand verwundet ist. Und danach müssen die Jungs unbedingt wieder in den Danger Room. Damit sie für die nächste Belagerung bereit sind. Und danach das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen wollten. Wir wollten ja eigentlich nur unsere Socken sortieren. Und dann ging das ganze Chaos los. Und Morulsigan wird seit Wochen vermisst. Der ist oben im Käfig, Jungs. Da ist nichts zu vermissen. Aber ja. Das war auch nicht so schön. Sieht eigentlich hier im Burggraben aus. Ist da irgendwas drin? Hier ist Krimskrams.
Hier sind Leichen. Oh, Leichen. Das ist ein Stichwort. Unser Friedhof sieht nicht sehr gut aus. Ja. Also das sollte demnächst auch noch angegangen werden. Also Verarztung überprüfen, Trupps auffüllen, Kriegshunde ausbilden, Friedhof entmüllen, Hühner schlachten, das wären anscheinend doch recht viele hier. Das ganze Holz einmal abhacken, überprüfen, dass alle Fallen aufgestellt wurden und regelmäßig wieder Goblins runterschmeißen. Das klingt noch einem guten Plan. Aber jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.